Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gnadenlos. Ganz schön krank, aber gnadenlos schön. Das sind die Fotomodelle von Andrea Krallinger. Die 23-jährige Passauer Studentin porträtiert chronisch kranke Menschen, um zu zeigen, jeder ist schön. Wir haben sie bei einem Fotoshooting begleitet und durften hinter die Kulissen ihres faszinierenden Langzeitprojekts schauen. Die Welt durch die Augen eines anderen Menschen sehen. Das schafft einzig die Fotografie. Für die 23-jährige Studentin Andrea Krallinger ist sie mehr als nur ein Hobby. Die junge Frau nutzt ihr Talent für das Fotografieren, um anderen Menschen zu helfen. Im Juli begann sie mit dem Langzeitfotoprojekt Ganz schön krank. In dem Projekt geht es darum, dass ich einerseits Menschen Freude machen möchte, die in der Gesellschaft benachteiligt worden sind oder benachteiligt werden, in welcher Form im Moment betrifft es chronisch kranke Menschen und behinderte Menschen. Weil ich eben weiß, wie das ist, wenn man krank ist, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man Schmerzen hat, wenn man Selbstzweifel hat, wenn einem alles irgendwann egal wird, weil es einem einfach so schlecht geht. Und das Letzte, an das man denkt, dabei ist man selbst und seine eigene Schönheit. Das weiß Andrea nur zu gut, denn seit ihrem 13. Lebensjahr leidet sie selbst an Epilepsie. Vor 3 Jahren stellte man bei ihr zusätzlich eine bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeit und eine Schilddrüsenunterfunktion fest. Wegen ihrer Erkrankung musste sie im letzten Jahr an der Universität pausieren. Auf dem Weg der Besserung fand Andrea Kraft in der Fotografie. Diese möchte sie jetzt für das Projekt nutzen. Weil ich denke, dass man Menschen, die in so einer Situation sind, die eben chronisch krank oder behindert sind, damit eine Riesenfreude machen kann mit schönen Bildern von sich. Andreas Fotoshootings laufen oftmals ganz unterschiedlich ab. Sie trifft sich mit den Menschen dort, wo sie sich wohlfühlen, unterhält sich mit ihnen, hört sich gerne ihre persönlichen Geschichten an, die sie zu erzählen haben. So schafft sie es, dass sich die Menschen ihr gegenüber öffnen. Währenddessen werden dann die Fotos gemacht. Das aktuelle Projekt liegt Andrea sehr am Herzen, denn ich habe so die einmalige Möglichkeit, Menschen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden. Wir leben zwar in einer Zeit von Inklusion, aber diese Inklusion besteht nur auf dem Papier und laut UN-Menschenrechtskonvention, aber die ist noch nicht in den Köpfen der Menschen angelangt. Denn das bekommt Andrea auch in ihrem Alltag zu spüren. Ihr Hobby ist damit nicht nur eine große Leidenschaft, sondern auch eine besondere Stütze in ihrem Leben. Das Fotografieren ist so eine Art Therapie auch für mich. Also manche gehen wahrscheinlich in Gesprächstherapien oder so, und für mich ist das Fotografieren, das tut meiner Seele gut. Und genau dieses Gefühl vermittelt Andrea auch ihren Models. Die junge Frau kann ihnen dadurch die Kraft, den Mut und die Chance geben, sich zu äußern. Das Fotoprojekt Ganz schön krank schafft so die unglaubliche Möglichkeit, die Welt aus den Augen genau dieser Menschen zu sehen. Stellt euch mal vor, ein Leben ohne Schnitzel, Pizza, Käsebrot, Eis, Joghurt, Kuchen und Kekse. Diese Herausforderungen müssen sich Veganer scheinbar stellen. Doch bedeutet diese Lebensweise wirklich auch Verzicht auf beliebte Produkte wie Pizza oder Kuchen? Und welchen Problemen müssen sich Veganer im Alltag stellen? Wir haben mal genauer nachgefragt und sind den Rätseln der veganen Lebensweise auf den Grund gegangen. Vegan leben, das bedeutet Fleisch- und Wurstwaren, Milch- und Molkereiprodukte, Eier, Fisch, Meeresfrüchte und Honig konsequent meiden. Das klingt zunächst für viele Unwissende nach Verzicht und Problemen im Alltag. Was essen Veganer schließlich noch? Mai Köhler kennt sich aus. Sie ist seit 7 Jahren Veganerin und weiß, vegan zu leben bedeutet eben nicht, dass man Sachen weglässt, dass man zum Beispiel keine Soßen mit Sahne mehr isst oder dass man kein Schnitzel mehr isst, sondern dass es halt Alternativprodukte gibt. Und das habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, als ich dann halt in den Supermarkt gegangen bin und mich umgeschaut habe. Und von dem Moment an war es dann eigentlich leicht. Denn in den Supermärkten gibt es mittlerweile eine Auswahl an veganen Alternativprodukten.
Dabei findet man vegane Fleisch- und Wurstwaren und Produkte aus Tofu oder Weizeneiweiß. An die Stelle herkömmlicher Milchprodukte treten Pflanzenmilchprodukte wie Soja oder Hafermilch. Auch auf Eis oder Pudding müssen Veganer nicht verzichten, denn selbst hier gibt es Alternativen. Somit können tierische Produkte gemieden werden. Für diesen Verzicht gibt es viele Gründe. Also ich bin auf jeden Fall aus ethischen Gründen vegan geworden, weil ich Tierausbeutung, also das heißt das Züchten, Einsperren, Schlachten von Tieren nicht fördern wollte und boykottieren wollte. Dadurch habe ich eben erstmal angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Und als mir dann nach und nach bewusst geworden ist durch Information und Aufklärung, dass eben in der Eierindustrie oder in der Milchindustrie auch die Tiere gehalten werden und am Ende sterben, wenn sie nicht mehr produktiv sind, habe ich gedacht, dass eben der letzte konsequente Schritt ist, sich dann eben vegan zu ernähren. Und dieser Überzeugung waren 2010 laut der Vegan-Gesellschaft Deutschland e.V. ca. 600.000 Menschen. Die Tendenz zur veganen Lebensart sei dabei steigend. Wer eine solche Ernährung schließlich wählt, sollte sich damit genau auseinandersetzen. Als Veganer sollte man darauf achten, dass man vor allen Dingen Eiweiße kombiniert, pflanzliche Eiweiße. Also da wären zum Beispiel Getreideprodukte und Hülsenfrüchte, die man also bevorzugt kombinieren sollte, damit die biologische Wertigkeit erhöht wird. Und es ist auch sehr wichtig, dass Veganer darauf achten, bestimmte Nährstoffe zu supplementieren, wie Jod, Eisen oder Zink, beziehungsweise auch Vitamin B12. Dieses Wissen um die Ernährung sollte unbedingt beachtet werden. Vor allem Risikogruppen wie schwangeren Frauen, älteren Menschen und Kleinkindern ist von der veganen Kost abzuraten. Für die langjährige Veganerin Anna Mons stellt weniger die Ernährung ein Problem in ihrem Alltag dar. Dieses Unverständnis ist auch das, was mir eigentlich am meisten ausmacht, weil die Leute auch oft echt noch gar nicht davon gehört haben. Also vegetarisch ist ja mittlerweile schon in aller Munde, aber vegan ist noch immer so sehr absurd für viele Leute. Und so diese anderen Probleme, dass man irgendwie, wenn man weg ist, jetzt nicht so viel essen könnte oder sowas, was viele Leute mich immer fragen, ist für mich eigentlich gar kein Problem. Die vegane Lebensweise ist für die beiden nunmehr kein Verzicht, sondern ein Gewinn in ihrem Alltag. Ob diese Art der Ernährung dadurch immer mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken wird, bleibt allerdings offen. Jetzt wieder zu den Szene-News. Und danach gibt's den Tipp der Woche. Da geht's heute um Blumen und darum, was man dem oder der Liebsten durch die Blume sagen kann. Auf geht's zur Herbstduld, zum Schunkeln und Tanzen zur heimisch-bayerischen Bierzeltmusik. In Passau-Kulbruck dreht sich zurzeit wieder alles um Lederhosen, Dirndl und Bierzeltflair. Und für die Adrenalin-Junkies unter euch, die Fahrgeschäfte haben wieder Hochsaison, ob Achterbahn oder Eclipse, langweilig wird es nicht. Also rein ins Dirndl oder in die Lederhosen und ab geht's. Du bist verliebt und willst deinen Schatz überraschen? Eine Blume ist immer willkommen. Du solltest aber bei der Wahl eines Blumenstraußes aufpassen, denn sie haben eine Bedeutung. Unser Tipp der Woche zeigt euch die verschiedenen Bedeutungen von Blüten. Die Dahlia ist zurzeit die Blume der Saison. Sie steht für die Vielfalt und für die vornehme Distanz. Denn diese Blume ist sehr reich an Farben- und Formenvielfalt und steht für Dankbarkeit. In der Blumensprache möchte sie uns sagen, kann denn nichts, du holde Schöne, den stolzen Sinn dir beugen. Früher war der stachelige Kaktus mit Attributen wie Egoismus und Dickköpfigkeit verbunden. Als Geschenk undenkbar. Heute sieht man ihn eher als Zeichen für Individualität und Ausdauer. Unser Tipp, schenk den Kaktus lieber einem Freund, der das Gießen häufig vergisst und nicht deiner Liebsten. Im Gegensatz zu den Kakteen können die Rosen nur eines bedeuten: Ich liebe dich. Die weiße Rose steht für Unschuld und Reinheit. Auch ewige Treue ist damit gemeint. Ein Grund, weswegen sie bei Hochzeiten oft im Brautstrauß zu finden ist. Du, sie, zwei Gläser Wein, eine Kerze und eine rote Rose auf dem Tisch. Romantischer geht's kaum. Die Königin der Blumen sagt ganz klar, ich liebe dich über alles. Sie steht wie keine andere Blume für die leidenschaftliche Liebe. Das Leben bringt gute und schlechte Tage mit sich. Wir interessieren uns für beide und wollten in unserer Gnadenlos-Umfrage wieder wissen, wie eure Woche so gelaufen ist.
Was letzte Woche gnadenlos gut war für mich, ein Fußballspiel, was wir gewonnen gehabt haben. Dass ich aus dem Krankenhaus herausgekommen bin. Und meine letzte Arbeitstag, weil ich Urlaub habe. Ich habe gestern meinen Vertrag unterschrieben für meine WG. Das war sehr gut. Ich bin vorgestern angekommen, gestern schon geschafft. Also ja, es war gnadenlos gut. Also ich habe Semesterferien, das ist halt sowieso gnadenlos gut. Das Barockfest war schön. Die Ungarn, die da waren und das Handwerk vorgestellt haben, das war toll. Am Dienstag Shamrock gehen. Wir waren im Urlaub diese Woche und das war gnadenlos gut. Dass ich meinen neuen Job habe. Dass ich Urlaub habe, dass ich nicht arbeiten gehen muss. Gnadenlos schlecht, das ist eigentlich gerade gar nichts, weil das Wetter ist auch sehr schön. Zu wenig Schlaf, keine Ahnung. Ja, Schule ist gnadenlos schlecht. Dass meine Freundin im Urlaub ist, das ist schlecht. Das Wetter, auf jeden Fall gnadenlos schlecht. Die Meldungen in der Zeitung über die Wirtschaftskrise wieder. Dass es so mit den Frauen nicht so hingehauen hat, wie wir es gewollt haben. Ehrlich gesagt, ich war in der JVA, bei mir ist gar nichts gut gelaufen. Das war's für heute wieder von Gnadenlos. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche und bis nächsten Dienstag, wenn ihr mögt.